und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Sabbat, den 14. April 2018, habe ich beschlossen, nochmal eine neue Lesung zu machen, die mir gestern Abend am Freitag, den 13., in die Hose gegangen ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Freitag, der 13. ein Unglückstag ist. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, die Geschichte hinter Freitag, den 13. ein Unglückstag zu sein, kommt daher, weil am Freitag, den 13. Oktober 1307 die Tempelritter arrestiert wurden, verhaftet wurden und aufgelöst wurden. Und deswegen kommt natürlich von da oben herunter dann von, ja, dann war das natürlich ein schlechter Tag. Obwohl es für die Menschheit ein wunderbarer Tag war. Naja, aber die Tempelritter wurden inzwischen ersetzt durch die Jesuiten und auch dazwischen hat die römisch-katholische Kirche die Dinge weitergeführt. Also im Grunde ist da nicht viel passiert, nur der Orden wurde halt damals aufgelöst. Und weil die alle verhaftet wurden am Freitag, den 13., deswegen sagt man eben, Freitag, der 13. ist ein Unglückstag. Nee, mir ist das gestern Abend passiert, ich war ein bisschen durcheinander durch ein Gespräch mit Michael, den ich eingeladen hatte, hier bei meiner Lesung mitzukommen. Und da hat nichts funktioniert, E-Mails schicken, PDF schicken und so weiter. Und irgendwie war ich durch den Wind und habe eine halbe Stunde gelesen, gute Kommentare gegeben, aber ich habe die Kamera nicht gestartet. Ja, das ist mir heute nicht passiert. Heute läuft die Kamera. Ne? Wir wollen mal eben schauen. Ne? Ja, voilà, da läuft sie. Das passiert mir auch nicht normal. Aber ja, kann passieren. Bin auch nur ein Mensch. Und deswegen habe ich mich also heute hier am Sabbatmittag angefunden. 12 Uhr ist es beinahe, kurz vor Mittagessen, um noch mal eine Stunde zu lesen in dem Buch von Theodor Griesinger. Das ist jetzt inzwischen das 16. Der 16. Teil von dieser Buchlesung und wir fahren fort, wo wir letztes Mal aufgehört hatten, auf Seite 168 in dem PDF, so wie ihr hier seht. Ich habe das schon blau hinterlegt. Zu Deutsch sagt er hier, er gibt davor eine Erklärung ab, die man fast nicht so ganz gut versteht, auch wegen der verschiedenen Worte, die darin gebraucht sind. Die verstehe ich immer noch nicht. Lass das dann auch mal weg. Wir fahren eben fort, wo er sagt, zu Deutsch. Ich werde da nicht so einen langen Kommentar drüber geben, weil das habe ich letztes Mal schon gemacht. Und dann werden wir weiterlesen in dem Buch jetzt. Also zu Deutsch, sagt Theodor Griesinger hier. Die Indianer durften sich ihre weltliche Obrigkeit wie früher selbst wählen. Und die Jesuiten knüpften bloß die Bedingung daran, dass diese Obrigkeit bei allen Strafen, die sie verhängte, sowie überhaupt bei allen wichtigen Entscheidungen zuvor die Genehmigung der geistlichen Hirten einzuholen hätte. War das zu viel verlangt? Ach, die guten Patres handelten ja so überaus liebreich und väterlich, und somit musste man ihnen auch das Recht eines Vaters gegenüber seinen Kindern einräumen. Ja. Also noch mal kurz darauf einzugehen, wir sehen, dass die Jesuiten hier in Paraguay eine Theokratie errichten, ja, einen Gottesstaat. Einen Staat, der nur durch die Kirche geleitet wird. Sie stehen den Indianern zwar zu, ihre weltliche Obrigkeit wie früher selbst zu wählen. Jetzt gehen wir mal davon aus, das sind hauptsächlich ja eingeborenen Indianerstämme. Da wissen wir ja, die haben irgendwie einen Häuptling und wie der da, was weiß ich, an die Macht kommt, das weiß ich nicht, das spielt auch gar keine Rolle. Ist das durch Erbfolge oder durch Wahl oder ist ja wurscht. Diese Obrigkeit haben die Jesuiten den Indianern zugestanden, behalten zu dürfen, aber, steht deutlich dabei, alle Strafen, die diese Obrigkeit verhängt und alle wichtigen Entscheidungen, die diese Obrigkeit trifft, müssen erst mit den geistlichen Hirten abgesprochen sein und müssen genehmigt werden. Also müssen genehmigt werden von der Kirche. Heutzutage nennt man das natürlich die Kombination von Staat und Kirche. Ne? Das ist ja auch nicht weiter schwer. Wobei im Grunde der Staat überhaupt nicht da ist, weil das bisschen Obrigkeit, was die haben, stellt ja sowieso nicht viel vor. Und schon gar nicht, wenn wir denken, dass jede wichtige Entscheidung, die die treffen, sowieso durch die Pater, durch die Jesuiten abgesegnet werden muss. Also von Souveränität eines Staates oder einer weltlichen Obrigkeit kann man hier ja nun überhaupt nicht sprechen. Das ist aber auch die Absicht, weil schließlich lernen wir hier in diesen Reduktiones von Paraguay, wo es ja im Grunde darum geht, davon, wie der Kommunismus das erste Mal durch die Jesuiten in die Praxis umgesetzt wurde. Und genau das ist hier eben passiert.
Also, war das denn überhaupt zu viel verlangt? Ich meine, die Jesuiten geben ihnen ja die Möglichkeit, in diesem Staat zu leben und glücklich zu sein. Und dann sagen sie von gut, aber wenn ihr irgendwelche Strafen verhängt oder Entscheidungen trefft, dann müsst ihr die mit uns absprechen. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Schließlich sind wir ja auch eure Väter und ihr seid unsere Kinder. So wurde ihnen das ja gelehrt, weil die wurden ja kein Christentum gelehrt, sondern die wurden Katholizismus gelehrt. Nun, der Autor fährt fort und sagt, nicht minder grundehrlich stellten sie die Sache dem König von Spanien, ihrem großen Beschützer und Freund Philipp III. Vor. Das heißt, sie erklärten in mehreren weitläufigen Eingaben an ihn und seinen Hohen Rat für Indien, dass das Haupthindernis einer schnelleren und nachhaltigeren Ausbreitung des Christentums in Paraguay und am La Plata nur allein in den dahingekommenen Spaniern liege. Denn dieselben seien fast ohne Unterschied solch hochmütige, habsüchtige, grausame, gotteslästerliche und grundlos liederliche Menschen, dass die Eingeborenen dieser schlimmen Christen wegen einen Abscheu vor dem Christentum selbst bekommen müssten. Ja, das ist genau der Grund, weshalb heute viele Menschen mit dem Christentum nichts zu tun haben wollen, weil sie nämlich das Christentum gleichsetzen mit Katholizismus. Die Spanier sind Katholiken. Spanien war schon immer das meist katholische Land auf dieser Erde. War es damals, war es heute, wird es wahrscheinlich auch immer sein. Und diese Katholiken geben natürlich an das Christentum einen ganz schlechten Ruf. Und genauso steht es hier auch geschrieben, denn diese Spanier seien fast ohne Unterschied hochmütige, habsüchtige, grausame, gotteslästerliche und grundlos liederliche Menschen, dass die Eingeborenen dieser schlimmen Christen, also Katholiken wegen, einen Abscheu vor dem Christentum selbst bekommen müssten. Das taten sie auch. Überdem würden die Indianer von den königlichen Statthaltern und Beamten auf die schändlichste Weise misshandelt, und es sei dadurch ein grimmiger Hass unter ihnen gegen alles, was Spanisch heiße, erwacht. Demgemäß müsse man diese armen Menschen, wenn man hoffen wollte, sie in den Schoß der Kirche zu bringen, ebenso wohl vor der Tyrannei der Statthalter als dem bösen Beispiel der Spanier bewahren, und dieses beides sei nur dadurch möglich, wenn man den Jesuiten erlaube, den längst gehegten Plan der Errichtung einer christlichen Republik in Paraguay durchzuführen. Eine christliche Republik, mit anderen Worten eine Theokratie. Etwas, was Israel am Anfang war, bevor im 2. Buch Samuel Kapitel 8 die Israeliten geschrien haben, gib uns einen König, wie die Heiden einen haben. Davor war Israel eine Theokratie, regiert nur durch den Herrn. Und hier der christliche Staat, wie das hier so schön heißt, die christliche Republik in Paraguay, das ist genau dasselbe, eine Theokratie. Das Problem ist nur, der Gott, der da regiert in dieser christlichen Republik oder in dieser katholischen Republik, wie man besser sagen sollte, der Gott, der da regiert, ist der kleine Gott in Rom, der in weiß gekleidete eine Tiara, den Fischgott Dagon gewidmete Mütze tragend, mit seinen lustigen Kleidern, der sich da hinstellt und sagt, ich bin der Stellvertreter Christi auf Erde. Das hat nichts mit einer wirklichen christlichen Republik zu tun. Das hat nichts zum Beispiel mit dem Königreich Christus zu tun, das hier auf Erden etabliert wird, sobald unser Herr endlich zurückkommt. In dieser christlichen Republik nämlich, so lautet ein Zitat, dürfe kein weltlicher spanischer Statthalter angestellt werden, sondern die Indianer sollten vielmehr darinnen unter ihrer den Jesuiten alleiniger Aufsicht ein ruhiges, einträchtiges und nach ihrer Art der ersten Christen gemeinschaftliches Leben führen, so dass ein wahrhaft paradiesischer Unschuldsaufstand hergestellt wurde. Der Macht des Königs selbst aber vermöchte dadurch kein Schaden zu erwachsen. Denn die sämtlichen Mitglieder der christlichen Republik hätten ihn als ihren Oberherrn anzuerkennen und jede erwachsene Mannsperson müsste ihm einen Taler Tribut per Jahr bezahlen. Ende Zitat. Ja? Der Macht des Königs selber, also der König von Spanien,
der irgendwie noch über der ganzen weltlichen Obrigkeit spricht, die die Indianer selbst verwalten dürfen, wovon wir gesprochen haben, möchte dadurch keinen Schaden zu erwachsen, dass man also diese Theokratie errichtet, diesen Gottesstaat, übrigens dasselbe wie Islam auch will, mit seinem IS-Staat, das ist auch ein Gottesstaat, den die machen wollen, denn die sämtlichen Mitglieder der christlichen Republik hätten ihn als ihren Oberherrn anzuerkennen. Und jede erwachsene Mannsperson müsste ihm einen Taler Tribut per Jahr bezahlen. Also wenn wir heute darüber diskutieren, was mit den Muslimen ist und mit der Errichtung ihres Gottesstaates, das ist genau dasselbe, was die Jesuiten hier praktizieren. Und da wir wissen, aufgrund meiner Lesung, dass der, und nicht nur aufgrund meiner Lesung, also aufgrund von vielen bestätigten Dokumenten und Aussagen und alles drum und dran, dass der Vatikan den Islam gegründet hat, wissen wir, dass ein Gottesstaat des Islam nicht viel Unterschied haben wird zu einem Gottesstaat des Katholizismus. Aber beides hat einen ganz großen Unterschied zu einem wirklichen Gottesstaat, dem Königreich von Jesus Christus. Das ist ein ganz anderes. Aber wichtig, dass wir uns das eben mal einverleiben, dieses Wissen. Die Jesuiten gründen hier einen Gottesstaat und das ist nichts anderes als das, was die Muslime auch tun wollen. So. Und im weiteren Verlauf dieses Lesens, Herrin, erinnert euch daran, dass es hier geht um einen Gottesstaat der römisch-katholischen Kirche. Behaltet das immer in Hintergedanken, während wir weiterlesen. Das ist ganz wichtig für dieses Kapitel. Ja? Daran muss man alles messen. Das, was ich gerade vorgelesen habe, war der grundehrliche Vorschlag, den die Jesuiten dem Könige Philipp III. Machten. Und da sie damals noch fast allmächtig am spanischen Hofe waren, so wurde selbiger Vorschlag nicht nur anno 1609 von jenem König wirklich genehmigt, sondern auch später, 40 Jahre später, anno 1649 und 1663, unter Philipp IV. In allen seinen Teilen bestätigt, trotzdem ein kluger Staatsmann mit Leichtigkeit hätte ermessen können, wie die Könige Spaniens dadurch zu bloßen Scheinregenten in der christlichen Republik Paraguay herabgewürdigt würden. Und genau so ist das heute auch. Die Regierungen, die wir heute wählen, sozusagen, so gesagt wählen, sind auch bloß Scheinregenten, weil nämlich die spirituelle Macht über der temporalen Macht, der zivilen Macht regiert. Der goldene Schlüssel des Vatikan liegt über dem silbernen und Deutschland, das unter anderem mit anderen Ländern auch ein Konkordat abgeschlossen hat mit dem Heiligen Stuhl, verpflichtet sich eben dazu, die zwischen Anführungsstrichen Gottesgesetze des kanonischen Rechtes durchzusetzen und ihre zivilen Gesetze an das kanonische Recht anzupassen. Und das sind auch nur Scheinregenten, ja? Genauso wie hier die spanischen Könige in Paraguay. Allein die Räte und Minister, fährt der Autor fort, am allerkatholischsten Hofe der Welt, ja? Also sagte ich ja, Spanien war am katholischsten aller Länder, waren damals mit Blindheit geschlagen und erst ein gutes Jahrhundert später sollte ihnen der Deckel von den Augen springen. Die erste Reduktion, ja, das nennt man ja diese spanischen, Reduktion von Paraguay. Die erste Reduktion, die noch vor 1609 gegründet wurde, erhielt den heiligen Namen Loreto. Ja. Woher kommt der heilige Name Loreto? Solltet ihr vielleicht mal nachschauen, wenn ihr Englisch könnt. In meiner Lesung des Buches Babylon Mystery Religion habe ich da ausführlich drüber gesprochen. Loreto war so gesagt das heilige Haus, was da von Jerusalem mit Engeln durch Engel rüber transportiert wurde nach Rom, und das Heilige Haus von Loreto steht da jetzt in Rom. Und das ist eine Geschichte, die sie sich ausgedacht haben. Aber könnt ihr ja selbst nachforschen im Internet oder in der Lesung Babylon Mystery Religion, wo ich das drin gelesen habe. Ich glaube, es kommt auch vor in von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, bin ich aber nicht ganz sicher. Aber da kommt halt der Name her, Loreto. Von diesem heiligen Haus von Loreto, das in Rom ist heutzutage. Also, die erste Reduktion, die noch vor 1609 gegründet wurde, erhielt den heiligen Namen Loreto und entstand am Einfluss des Pirape in dem Paranagane durch die Bemühungen der beiden Patres Mazzetta und Cataldino, welche etwa 60 kleine dort befindlichen guaranischen Dörfchen in eine einzige große Kommune zusammenschmolzen. Also,
60 Dörfer wurden hier zusammengeschmolzen in eine dieser Reduktionen. Ja. Auf Loreto folgte zunächst die Burgade, das ist ein anderer Name für Reduktion, St. Ignatius. Und auf diese wieder eine dritte und vierte, bis endlich nach Verfluss von kaum 2 Jahrzehnten ihre Zahl auf 30 mit je 9 bis 10.000 Einwohnern stieg. Die innere Einrichtung war in allen dieselbe. Das heißt, sie wurden von einem Jesuitenpater, dem ein Vikar zur Beihilfe und zugleich auch zur Ausspionierung der zur Seite stand, regiert. Und dieser Pater stand dann wieder unter dem Superior, welcher über eine Diözese von 5 bis 6 Kirchspielen gesetzt war. Diese Beaufsichtigung und Lenkung der Diözesen aber lag dem in Assumption residierenden Provinzial ob, welcher seine Befehle unmittelbar vom General in Rom erhielt. So, ich finde das einen unglaublich wichtigen Absatz hier, den wir gleich nochmal analysieren müssen, wo wir ein bisschen reingehen müssen, weil was wir hier im Grunde sehen, ist genau dasselbe, wie wir es heute in den Ländern haben und das, was viele Menschen als eine Schattenregierung bezeichnen. Die Schattenregierung ist die Regierung der römisch-katholischen Kirche und nach ihrer eigenen Aussage, nach einer Aussage selbst in einer Enzyklopädie nachzulesen, ist die römisch-katholische Kirche ist ein Staat. So, und wenn ich diesen Staat in meinen Staat mit reinhole, dann sorge ich dafür, dass ich einen Staat im Staat habe. Die Organisation der römisch-katholischen Kirche ist die gleiche wie hier die Organisation der Jesuiten. Adolf Hitler hatte ja gesagt, ich habe mir von der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche so viele Dinge abgeguckt, das ist das Grandioseste, was ich je im Leben gesehen habe, dass ich davon viel in die Organisation meiner eigenen Partei mit übernommen habe. NSDAP, die Aufrichtung des Deutschen Reiches damals in der Zeit. So, warum mache ich jetzt diese kleine Ausflucht? Ja, man spricht immer von der Schattenregierung, die im Grunde wirklich regiert. Und das ist eben wie heute auch. Das sind die Priester, zusammengefügt unter einem Bischof, der in Diözesen, und diese Diözesen, die zusammen dann an den Provinzial des Landes, an den Höchsten des Landes rapportieren. In der römisch-katholischen Kirche ist das meistens ein Kardinal. In Amerika zum Beispiel ist das Cardinal Edward Egan in New York. Ich glaube, Edward Egan heißt er im Augenblick, ne? Kommt jetzt nicht auf den aktuellen Namen. Früher war es Cardinal Spellman, also der Kardinal von New York, ist jedenfalls der höchste kirchliche Abgesandte in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und in Deutschland gibt es ja auch Kardinäle und da gibt es immer einen, der ist der höchste. Und dieser höchste Kardinal ist der, den man vergleichen kann hier mit dem Provinzial. Das ist die Schattenregierung. Lesen wir es nochmal. Die innere Einrichtung war dieselbe. Das heißt, sie wurden von einem Jesuitenpater, dem ein Vikar zur Beihilfe und zugleich auch zur Ausspionierung zur Seite stand. Also pro Reduktion hatten wir einen Pater und einen Vikar. Ja, heute haben wir das pro Stadt zum Beispiel. Das kann man ja umsetzen auf zum Beispiel eine deutsche Stadt, wenn man das gerne mal auf Deutschland übersetzen will. Und da gibt es auch einen vorstehenden Pater und seinen Beistand, einen Vikar. Dieser unterstand dann wiederum einem Superior, welcher über eine Diözese von 5 bis 6 Kirchenspielen gesetzt war. Also man nimmt 5 bis 6, ich sage Kirchenspiele, sage ich jetzt mal Reduktiones, ja? Eine Diözese wäre dann 5 oder 6 von diesen Reduktionen und die Beaufsichtigung und Lenkung der Diözesen aber, also von all diesen Diözesen zusammen, den in total 30 oder irgendwas Reduktiones, die sie damals errichtet hatten innerhalb von 20 Jahren, lag in Assumption, also in der Hauptstadt, dem residierenden Provinzial ob, welcher seine Befehle unmittelbar vom General in Rom erhielt. Hier sieht man ganz deutlich die hierarchische Struktur der Jesuiten, die natürlich entlehnt ist von der hierarchischen Struktur der römisch-katholischen Kirche. Und das ist die Struktur der sogenannten Schattenregierung. Man sieht hieraus, fährt der Autor fort, dass die Jesuiten keineswegs planlos zu Werke gingen, sondern dass sie vielmehr ihre christliche Republik so gut oder besser organisiert hatten, als irgendein weltlicher Monarch zu tun imstande war.
Auch kamen die Indianer bei dieser Regierungsweise, soweit man aus dem ersten Anblick schließen konnte, durchaus nicht schlecht weg. Auf den ersten Blick wohlgemerkt, ja, wir werden gleich noch sehen, wie das weitergeht, denn sie wurden mit aller Sorgfalt zu guten Bürgern herangezogen und vor allem daran gewöhnt, eine regelmäßige Beschäftigung zu ergreifen. Ja, wir lesen hier, dass die Indianer zu guten Bürgern herangezogen wurden. Aber wer bestimmt denn, was gut und was böse ist? Nicht der Gott der Bibel in diesem Fall, sondern der kleine Gott in Rom auf seinem Stuhl im im Dom von St. Peter, im Vatikan. Ja? Der bestimmt, was gut und böse ist. Und der bestimmt, was wie Leute zu guten Bürgern herangezogen werden. Ja? Ganz wichtig, dass wir uns das immer in die Erinnerung rufen, dass Gut und Böse hier definiert wird, nicht gemäß der Bibel und unserem Schöpfer und allmächtigen Gott und Vater und seinem Sohn Jesus Christus, sondern von Menschen. Ja? Müßiggang ist aller Laster Ursprung, dachten die Jesuitenpatres. Und diesen Grundsatz wandten sie auf ihre sämtlichen Untertanen an. Dieselben mochten einem Alter oder Geschlechter angehören, welchem sie wollten. Doch nahm man Rücksicht auf Körperkonstitution, sowie beinahe immer auch auf Neigung und Talent. Ackerbau und Viehzucht standen natürlich oben an, und die meisten erwachsenen Männer wurden daher auf dem Felde beschäftigt, wobei ihnen die älteren Knaben an die Hand zu gehen hatten. Den Weibern und Mädchen dagegen gab man eine bestimmte Portion Flachs oder Baumwolle, und diese mussten sie in einer bestimmt vorgeschriebenen Zeit gesponnen haben. Übrigens, auch die Gewerbe nebst den Künsten wurden nicht vernachlässigt, und eine jesuitische Chronik berichtet darüber wörtlich Folgendes. Hört gut zu, das ist echt interessant. Zitat: In den Gewerben kommen wir täglich weiter und unsere Völker werden uns immer nützlicher. Also, wir sprechen hier von den Indianervölkern, die sie sich untertan gemacht haben. Nachdem wir ihnen das Ziegel- und Kalkbrennen gelehrt haben, bauen wir die prächtigsten Kirchen und Häuser, und unsere Schreiner und Glaser wissen sie sehr zierlich von innen auszuschmücken. Andere spinnen das feinste Garn und weben dann prächtige Tücher und Decken heraus. Wieder andere verfertigen Hüte oder beschäftigen sich mit dem Schuhwerk und was dergleichen mehr ist. Selbst in dem Klöppeln der Spitzen sind sie erfahren, und wenn wir eine recht schöne und breite zu einer priesterlichen Alben haben wollen, so verfertigen sie die Frauen nach einem gegebenen Muster mit einer solchen Geschicklichkeit, dass man keinen Unterschied zwischen Original und Nachahmung gewahr wird. Bei dem, was ich gerade vorgelesen habe und was ich jetzt noch weiter vorlese in diesem Zitat, denkt mal an China, das ja auch nichts anderes macht, als Sachen, die in anderen Ländern erst gemacht werden, nachzumachen. Ein Mann machte vor kurzem eine Orgel nach. Der Satz lautet anders. Ein Mann machte vor kurzem eine Orgel nach dem Muster einer europäischen, und zwar so vollkommen, dass ich wirklich staunte. Ein anderer hat das Missale nach der schönen Antorfer Ausgabe dergestalt genau abgeschrieben, dass man die Abschrift ebenfalls für ein gebrauchtes Exemplar halten sollte. Sie verfertigten Trompeten und alle musikalischen Instrumente, sie machen die vollkommensten Wand- und Sackuhren und sie malen unverbesserlich schöne Stücke. Mit einem Wort, sie machen alles nach, ja, sie machen alles nach, was wir nur wollen, und zeigen sich also als ebenso gelehrig wie fleißig, so dass wir sie nur gehörig zur Arbeit anhalten. Ende Zitat. Das kommt aus dem, kann man hier unten in der Fußnote lesen, solches alles steht wörtlich zu lesen in den Zeilen des Franz Xaver de Charlois, Geschichte von Paraguay, Teil 2, Vorrede, Seite 3 und 4. Okay, da gibt der Autor uns hier eben die Quelle mit an, wo er dieses Zitat her hat. Aber das Wichtigste ist, dass wir hier raus gelernt haben, sie machen alles nach, was wir nur wollen, und zeigen sich also als so gelehrig wie fleißig,
sobald wir sie nur gehörig zur Arbeit anhalten. Erinnert euch das nicht, was man mit China im Kommunismus die letzten 50, 60 Jahre bereits macht? Das ist doch das der Prototyp, das Beispiel von dem, was in China in den letzten Jahren passiert ist, was da in Paraguay passierte. Das haben sie in Paraguay erst eingeführt, dann haben sie es da perfektioniert und dann haben sie es später auf andere Staaten übertragen. Auf Russland, bis auf dieses ganze Nachmachen, die Russen haben ja nie was Vernünftiges produziert, aber die Chinesen, und die sind ja auch kommunistisch seit den 30er Jahren oder so. Solche Sachen muss man immer sich da beimal behalten. Diesem allen, fährt der Autor fort, diesem allem nach lässt sich nicht in Abrede ziehen, dass die Indianer unter der Jesuitenherrschaft zu wirklich nutzbaren und nützlichen Menschen auferzogen wurden. Ja, nutzbar und nützlich für wen, muss man sich immer die Frage stellen. Und für diese ihre Leistungen kann man der Gesellschaft Jesu seine Bewunderung nicht versagen. Allein, jetzt kommt's ganz dicke. Allein, nun kommt auch die Schattenseite und diese überwiegt wohl die Lichtseite um ein bedeutendes. Ja, jede Medaille hat zwei Seiten. Und wir haben jetzt gerade eben gelesen, wie schön man das jetzt hier redet und die sogenannte Lichtseite. Wir haben die Leute unter der Knute, wir bilden sie aus zu Künstlern und Artisten und zu Handwerkern und deswegen bauen sie Orgeln und Sackuhren und andere Dinge und Kunstgegenstände und Spitzen werden genäht und feine Stoffe werden gewebt und so weiter und so weiter. Alles ganz, ganz toll. Das ist die Lichtseite. Das ist das, was sie nach außen hin transportieren. Und das ist das, was ich so furchtbar finde, woran wir uns erinnern müssen. Heutzutage, die Gesellschaft Jesu erscheint heutzutage überall in so einem positiven Licht, weil wenn man auf jede Seite von den Jesuiten selber geht, dann steht ja nur bei von, ach, und das sind ja so hingabungsvolle Paters, Priester, ja, die sich hingebungsvoll den Kranken widmen, die sie pflegen, die sich hingebungsvoll in Gefängnissen engagieren, die Schulen bauen, die in Missionarwerken in Afrika und sonst wo den Leuten Schulen zur Verfügung stellen, Lehrer zur Verfügung stellen, die Ausbildung zur Verfügung stellen. In unserer westlichen Welt, wo wir heute leben, da ist allgemein, zwischen Anführungsstrichen, sage ich mal, bekannt, wenn du deinem Kind eine gute Ausbildung geben willst, dann sorgst du dafür, dass es auf eine Jesuitenschule kommt. Dann kriegt es die bestmögliche Ausbildung. Ja, das kann sein. Dann kriegt es die bestmögliche Ausbildung nach dem Motto des Medici-Lernen. Nach dem Motto des Lernen gegen des Lernens, so wie die Jesuiten es eingeführt hatten. Ja, das Lernen der gnostischen Weisheit, ja, gegenüber der Weisheit, die aus der Bibel kommt, aus dem Wort Gottes. Das wird nämlich nicht gelehrt. Aber all die Künste und die verdrehten Wissenschaften der Jesuiten, das wird gelehrt. Da haben sie so einen wunderbaren Ruf her. Das ist die Lichtseite. Die dunkle Seite, die sieht keiner. Und eben dafür dienen Lesungen wie dieses Buch, die Geschichte und die offenen und geheimen Wirksamkeiten ihrer Arbeit aufzudecken, von der Gründung des Ordens bis jetzt, wie Ruisingers Buch lautet. Dafür ist das so wichtig, um den Leuten auch mal die dunkle Seite der Macht vorzuhalten, ne? Die Macht hat nämlich nicht nur positive Seiten, die hat auch negative Seiten. Kennt ihr ja von Star Wars, ne? Da gibt es ja auch die Lichtseite und die dunkle Seite der Macht. So, und jetzt haben wir gerade eben die Lichtseite in diesem Zitat von Franz Xaver de Chauroy gelesen, in seinem Buch aus dem Zitat. Und jetzt beschäftigen wir uns gleich mal mit der dunklen Seite der Macht, die Schattenseite. Mal eben gucken. Ja, läuft noch. So, dann fahren wir eben fort. Diesem allem lässt sich nicht in Abrede stellen. So, in geistiger Beziehung nämlich, und das ist jetzt ganz wichtig, in geistiger Beziehung nämlich erhielt man die Indianer auf der Stufe der tiefsten Unwissenheit und ihre ganze Religion bestand in einem straffen Wunderglauben, also Aberglauben,
wobei sich die Jesuiten als die Orakel Gottes hinstellten. Ja, in geistiger Beziehung nämlich erhielt man die Indianer auf der Stufe der tiefsten Unwissenheit. Ist das nicht anders als heute? Heute werden die Leute doch auch dumm gehalten und unwissend gehalten und ihnen wird nichts mehr gelehrt über was Dinge, die wirklich wichtig sind. Die Leute durchschauen die Politik nicht, die Leute durchschauen die Religion nicht, also hauptsächlich jetzt damit meine ich die römisch-katholische Religion und leben ihr Leben in dieser Matrix so wie in einem schönen Gefängnis, ohne zu sehen, dass da Gitterstäbe vor den Fenstern sind. In geistiger Beziehung nämlich erhielt man die Indianer auf einer Stufe der tiefsten Unwissenheit und ihre ganze Religion bestand in einem straffen Wunderglauben, wobei sich die Jesuiten als die Orakel Gottes hinstellten. Dieser Gott selbst war aber nur für die weißen Patres da, welche eine Klasse von höheren Wesen bildeten und die Guaranis wurden daher bei schwerer Pön, also schwerem Druck, angehalten, diesen höheren Wesen stets mit der allertiefsten Ehrfurcht zu begegnen. Ja, mit solcher Ehrfurcht, dass man deren Befehle nur auf den Knien empfangen durfte und es schon für einen hohen Gewinn halten musste, den Ärmel oder den Rocksaum der heiligen Väter zu küssen. Aus dieser geistigen Kindschaft sollten sich die Guaranis nie emanzipieren und das Hauptmittel, die sie darin zu erhalten, war die Furcht und die Einschüchterung. Deswegen schmückte man auch jede Kirche mit Heiligenbildern der sonderbarsten Art aus, nämlich mit Statuen von wahrhaft riesigen Dimensionen, mit furchtbaren Mienen und drohenden Gebärden, mit Statuen, deren bewegliche Glieder und rollende Augen die armen Indianer mit wahrer Todesangst erfüllten. Und einen solchen aberwitzigen Glauben nannte man dann, obendrauf auch noch, um die Sahne aufs Häubchen zu machen, Christentum. Ja, den Katholizismus nannte man hier Christentum. Wie nun aber die Freiheit des Geistes auf alle Weise niedergehalten wurde, ebenso auch die politische und soziale Freiheit. Kein einziger ihrer Untertanen durfte daran denken, sich durch sein Talent, seinen Fleiß, seine Energie auf eine höhere soziale Stufe als seine Standesgenossen zu erheben, sondern er blieb ein Werkzeug in den Händen der Patres, die ihn nach ihrem Belieben leiteten, ihm nach ihrem Belieben diese oder jene Beschäftigung anwiesen. Eben darum gab es in der Guaranischen Republik auch kein Eigentum, selbst nicht das geringste, obwohl deshalb doch keineswegs ein wirklicher und wahrer Kommunismus eingeführt wurde. Vielmehr mussten alle Erzeugnisse des Ackerbaus und der Industrie in die jesuitischen Lagerhäuser abgeliefert werden und dagegen gab man den Indianern täglich so viel, als sie zum notdürftigen Unterhalt bedurften. Man darf also mit Recht sagen, dass die armen Untertanen der Jesuiten nichts anderes waren als Sklaven. Und zwar Sklaven im vollsten Sinn des Wortes. Allein diese Sklaverei wurde so ungemein in Zucker eingewickelt und mit solcher väterlichen Milde ausgeübt, dass die Guaranis in ihrer Kindlichkeit gar nichts Besseres wünschten. So, hier muss ich auch noch mal kurz einen Kommentar geben. Und mal eben gucken, ob ich da noch das Bild von finde. Es gibt diesen Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, God's Not Dead heißt der im Englischen. Gott ist nicht tot, müsste der im Deutschen heißen. Und das ist ein Film, der ist, ich habe hier also kein Bild von dem Film selbst, sondern das ist hier von diesem Plakat, das ist von dem Film, God's Not Dead. Ein Film, den kann man ja streamen im Internet, den kann man sich ja angucken. Deswegen habe ich das hier mal mit rausgenommen. Da gibt es eine Szene drin, wo ein Mann, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der aber auch sonst gefühlsmäßig über Leichen geht, seine Freundin abserviert, als sie ihm erzählt, dass sie Krebs hat zum Beispiel, der seine Mutter besucht, die Demenz ist im Altenheim. Und er setzt sich dahin und sagt ihr, ich bin
der schlechteste Mensch, den ich kenne, und mir geht es gut. Du bist der liebste, braveste Mensch, den ich kenne, hast immer nur in deinem Leben Gutes getan und guck, wie es dir geht. Und die Dame sitzt da und dann schaut sie so halb verklärt in seine Richtung und sagt ihm, ja, der Teufel baut dir ein Gefängnis, in dem es alles schön ist, weiche Wände, alles zuckersüß und nur Spiel und ja, wie damals in Rom, Brot und Spiele, du hast genug zu essen und es geht dir gut und du merkst im Grunde gar nicht, dass du gefangen bist, bis eines Tages die Tür zugeht und du nicht mehr zurück kannst und raus kannst, selbst wenn du raus wolltest. Da guckt er sie ganz erstaunt an. Und dann guckt sie ihn an und sagt, wer sind sie eigentlich? Er kennt also ihren eigenen Sohn nicht mehr. Das ist eine Szene ziemlich zum Schluss aus diesem Film God's Not Dead. Gott ist nicht tot, müsste der in Deutsch heißen. Könnt ihr euch ja mal angucken. Finde ich sehr empfehlenswert. Und natürlich ist der Film fürchterlich ökumenisch. Da nicht von, da muss man halt durchschauen. Aber da sind schon einige Szenen drin, wo man sagen kann, ja, da wird auch wieder mal die Wahrheit drin gesprochen. Genau wie in Filmen wie Die Matrix, genau wie in Filmen von Sie leben, ja, von John Carpenter aus dem Anfang der 80er Jahre. Da war das ja auch so, wo man mal ein Gesicht draufkriegt, dass man mal eine Sicht draufkriegt, dass man wirklich merkt von, ja, eigentlich leben wir ja in einem Gefängnis. Wir merken es nur meistens nicht. Warum merken wir es meistens nicht? Weil, wie eben hier bei den Guaranis auch, den letzten Satz nochmal eben wiederholen. Man darf also mit Recht sagen, dass sie die armen Untertanen der Jesuiten nichts anderes waren als Sklaven und Sklaven im wahrsten Sinn des Wortes. Allein wurde diese Sklaverei so ungemein in Zucker eingewickelt und mit solcher väterlichen Milde ausgeübt, dass die Guaranis in ihrer Kindlichkeit gar nichts Besseres wünschten. Ja, und genau so ist das heute. Genauso ist das heute. Die Leute wollen auch keine Veränderung in dem System, in dem sie leben. Sie haben ihren Job oder sie haben Hartz IV. Sie haben ihr Essen. Sie haben ihren Computer. Sie haben ihre Computerspiele. Sie haben ihre Unterhaltung im Fernsehen. Sie haben ihre Unterhaltung in allen möglichen Ablenkungen in diesem System. Alles ist gut. Ja, alles ist toll. Mach mich bloß nicht wach. Heutzutage, die Jesuiten haben es die abgelaufenen Jahrhunderte tatsächlich geschafft, alle Leute in denselben kindlichen, in dasselbe kindliche Verständnis reinzudrängen, wie sie das hier mit den Indianern in Paraguay gemacht haben, mit den Guaranis. Und die Menschen in so eine Sklaverei getrieben, die so vom Zucker eingewickelt ist und mit väterlicher Milde ausgeübt ist, dass man gar nicht merkt, dass man überhaupt ein Sklave ist. Das ist ganz genau so, wie das heute ist. Fürchterlich, ne? Das Lesen der Bibel und das Leben von solchen Büchern soll euch helfen, das zu erkennen und dann endlich etwas dagegen zu tun, nämlich euch zu Jesus zu bekennen und frei gemacht zu werden aus dieser Sklaverei mit der Freiheit, die in Jesus Christus liegt. Eine andere gibt es nicht. Also, allein diese Sklaverei wurde so ungemein in Zucker eingewickelt und mit solcher väterlichen Milde ausgeübt, dass die Guaranis in ihrer Kindlichkeit gar nichts Besseres wünschten. Gab's doch fast jeden Abend einen fröhlichen Tanz, zu welchem eine in der Musik wohlunterrichtete Bande von Eingeborenen aufspielte? Und wurden doch selbst die schwereren Arbeiten im Feld stets durch ermunternde Melodien einiger mitgenommenen Trompeter und Pfeifer erleichtert, während an Sonn- und Feiertagen ohnehin sowohl in den Kirchen als außerhalb derselben die fröhlichsten Tänze und Schauspiele an der Tagesordnung waren. Ist doch nicht anders als heute. Gehen wir mal kurz in die Fußnote. Der Jesuitenpater Charlenois, von dem wir ja vorher schon gelesen hatten, berichtet über diesen Gegenstand wörtlich so, Zitat. Es ist in Spanien ein alter Brauch, dass an Festtagen Tänze durch Kinder aufgeführt werden. Diesen löblichen Brauch haben auch die Missionäre angenommen und ihn zur Belehrung der Heiden in ihren Kirchen eingeführt. Wozu ich denn auch 24 der Geschicktesten aufs Beste abrichtete,
und an solchen Tagen dergestalt brauchte, dass es zu allgemeiner Freude und großer Erbauung geriete. Bald machten sie die künstlichsten Tänze, bald spielten sie Ritterspiele, teils zu Pferde, teils zu Fuß. Bald tanzten sie auf 6 Ellen hohen Stelzen, bald auf einem Seil, aber rannten mit Lanzen nach dem Ringlein. Naja, also mit Lanzen die Ringlein aufstechen, ja. Ein anderes Mal ließ ich sie kleine Komödien vorstellen, welches, als sie obwohl nach meiner vielen Mühe in ihre dicken Köpfe brachten und aufs Zierlichste vorstellten. Das haben wir ja heute auch, ne? Die Heute-Show und diesen ganzen Quatsch, diesen ganzen Komödiantenkram, Komödienkram im Fernsehen, Mario Barth und wie diese ganzen Komödianten alle heißen, das ist genau dasselbe. Das ist nichts Neues unter der Sonne, das gab es damals schon. Ein anderer Bericht aus einer Reduktion äußert sich folgendermaßen, Zitat, darauf, also nach der Situation der Schule nämlich, gehe ich zu denen Musikanten und höre ihren Gesang. Jetzt die Diskantisten, deren ich dachte, der Altisten, deren ich lechze, der Tenoristen ohne Zahl, der Bassisten oder aber 6 habe. Nachdem blasen 4 Trompeter, 8 Schallmeien und 4 Kornettisten durch ihre Portion, oder wie auch immer das heißt hier. Darauf instruiere ich die Harfisten, deren 6, die Organisten, deren 4, der Torbisten, deren einer ist. Einen anderen Tag nehme ich die Tänzer zur Hand und lehre sie solche Tänze, wie wir in den Komödien haben. Es ist hier höchst vonnöten, die Ungläubigen mit dergleichen Sachen einzunehmen und mit denen äußerlichen Kirchen und mit denen äußerlichen Kirchengeprängen ihnen eine innerliche Neigung zur christlichen Religion einzudrücken, weswegen wir alle Festtage nach der Vesper und vor dem Hochamte etliche Büchlein schön aufleiben, dass sie alsdann in der Kirche, allwo die ganze Gemeinde versammelt ist, besagte Tänze anstellen. Diese halten wir auch in den offiziellen Prozessionismen, als wo wir unsere, als wo vor dem Venerabile nicht anders als vor Zeiten David vor der Bundeslade etliche zu tanzen pflegten. Ende Zitat aus dem Buch von Charlonat aus der Vorrede. Ja, soweit zu der Fußnote hier. Teilweise sehr schwer zu lesen, Entschuldigung, wenn das so klein und fett gedruckt ist, kann man teilweise die Buchstaben nicht mehr auseinanderhalten, ich zumindest nicht. Jedenfalls haben wir gerade eben gelernt, was damals in Paraguay abgelaufen ist und wie die Sklaven da abgelenkt und vergnügt wurden oder sich vergnügen durften in ihrer scharen Freizeit, der raren Freizeit, die sie hatten. Ja, das ist auch nicht viel anders, als das heute ist. An Lustbarkeiten ließ man es also nicht fehlen, fährt der Autor fort. Nur waren diese Lustbarkeiten immer darauf berechnet, die Indianer im Zustand der Kindheit zu belassen und sie nie zu denkenden Menschen heranwachsen zu lassen. Das ist natürlich auch nicht anders als heute. Eben aus diesem Grunde sorgte man auch mit der emsigsten Sorgfalt dafür, dass nie ein Europäer seinen Fuß in eine der jesuitischen Reduktionen setze. Denn was wäre mehr zu fürchten gewesen, als die ansteckende Aufklärung, die von solchen Fremden ausgehen konnte? Insbesondere verweigerte man den Spaniern den Eintritt in das jesuitische Gebiet und ermunterte die Indianer sogar dazu, gegen derartige Besucher gewalttätig einzuschreiten, das heißt, sie mit den Waffen in der Hand aus dem Gebiet fortzujagen. Auch gehorchten die Guarani solchen Aufforderungen mit aller Bereitwilligkeit, weil ihnen die Jesuiten den Glauben beibrachten, die Spanier kämen nur, um ihre Ländereien in Besitz zu nehmen und sie zu denselben Frondiensten zu zwingen, an denen so viel Tausende ihrer Brüder in den Kommanden wegen Überarbeitung schon zugrunde gegangen seien. Ja, und heute richtet man in diesen sogenannten freien Staaten dann Armeen auf, wie zum Beispiel in Deutschland die Bundeswehr,
und holt die Leute damit rein und sorgt dafür, dass man das Land bitte schön verteidigt, dass niemand diesen Sklavenstatus auch gefährdet, in dem wir uns befinden. Und dafür dient die Bundeswehr, den Sklavenstatus der Deutschen zu verteidigen. Damit aber den Guaranis selbst die Möglichkeit einer Annäherung an einen Fremden genommen würde, lehrte man in den Schulen nur allein die guaranische Sprache und schnitt so jede Verständigung mit Andersredenden schon im Keime ab. Ja, schließlich gingen die Jesuiten sogar so weit, in jeder Reduktion oder Bourgade ein bewaffnetes Korps, Reiterei wie Fußvolk zu errichten und mittels dieser wohlbewaffneten, vortrefflich einexerzierten und selbst mit Artillerie versehenen Scharen konnte man leicht über jenen Besuch von Fremden die Grenzen der christlichen Republik zu überschreiten, selbst wenn er von einem größeren Trupp ausging, Herr werden. Auf diese Art konstituierten die Jesuiten ihre christliche Republik in Paraguay, und sie wussten, dass ihr ureigenes Königreich bald weit über die Grenzen der Provinz Guarana auszudehnen, so dass es in kurzem alle Ländereien rechts und links vom Paraguay, also dem Fluss, bis nach Brasilien hin umfasste. Nach Europa aber drang von diesem ihrem ungeheuren Besitztum, weil sie es nach allen Seiten hin selbst verschlossen hielten, fast anderthalb Jahrhunderte lang entweder gar keine oder nur eine unsichere Kunde. Und selbst am Hof zu Madrid wusste man nichts Näheres darüber zu sagen, obwohl der König von Spanien nominell als Oberherr von Paraguay galt. Ich sage nominell, denn nie seit 1609 bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, also 150 Jahre lang, übte der König von Spanien irgendeine Autorität in jener Republik Paraguay aus. Und selbst das Kopfgeld, das die Jesuiten kontraktlich, also vertraglich, alle Jahre an den spanischen Könige zu bezahlen hatten, floss so spärlich, dass man hätte glauben können, dieselben besäßen der Untertanen keine 30 oder 40.000, während es nach deren mindestens 10-mal so viel waren. Doch eben diese übergroße Gewalt, welche der Orden Jesu im südlichen Amerika erlangte, eben dieses unumschränkte Königtum, ja, diese Theokratie, dieser Gottesstaat, den sie errichtet haben, das den General der Jesuiten in Rom, den mächtigsten Monarchen der Welt, gleichstellte, sollte die Hauptursache des Sturzes der gefürchteten Gesellschaft werden. Und wie dies so kam, das mag der Leser aus dem 4., 5. und 6. Buche dieses Werkes erfahren. So viel von den jesuitischen Missionen in fernen Weltteilen, oder besser gesagt, von den riesenmäßigen des Wachstums der Gesellschaft Jesu in Asien, Afrika und Amerika. Und damit endet die heutige Lesung des Buches von Theodor Griesinger über die Auslandsmission in Asien, Afrika und schließlich Amerika, über die Reduktion. Ich denke, dass ich es, also ich hoffe zumindest, dass ich es euch deutlich gemacht habe, wie das, was die Jesuiten damals in den Reduktionen von Paraguay zugepasst haben, übertragen wird auf die ganze Gesellschaft heute, auf die ganze sogenannte westliche Gesellschaft und nicht nur die westliche. Vor allen Dingen ja die Länder, die stark katholisch sind. Man erinnert sich doch nur mal an zum Beispiel heutzutage Lateinamerika. Argentinien, Chile, Brasilien, die ganzen Länder da unten, die total katholisch kontrolliert sind, wo das nicht anders ist als heute. Was hat man denn an Lustspielen da in Brasilien zum Beispiel? Denkt doch mal zum Beispiel an den Karneval. Und dann denkt man an diesen Formel-1-Zirkus, der die Welt rumfährt, um die westlichen degenerierten Völker zu unterhalten. Ja? Alles das, was wir in Paraguay im 16. und 17. Jahrhundert gesehen und gerade eben gelesen haben, das haben wir heute in unserer Welt auch. Wir müssen nur mal die Augen öffnen und müssen endlich die Welt so sehen, wie sie wirklich ist. Das ist am Ende der Punkt, der wichtig ist, zum Verständnis dieser Jesuitengeschichte. Der Theodor Griesinger ist hier zwar sehr tief mit eingegangen,
Aber auf die Bestrafung und sowas ist er nicht eingegangen. Das kann man woanders noch nachlesen. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter drüber eingehen. Aber das gehört eben auch mit zu der dunklen Seite. Aber es ist doch wie in diesem einen Bild da. Ich hatte das doch mal in dem einen Video gebraucht. Halt du sie dumm und wir machen sie arm. Ne? Merkel und der Papst. Wollen wir eben gucken. Muss finden, ob ich das hier mit dumm finde ich das nicht. Nee. Staat und Kirche oder so. Vielleicht. Nee, geheimer Staatsvertrag, das meine ich nicht. Hier, ja, hier ist das Bild. Siehst du? Das Bild hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das habe ich in meinem Video gebraucht. Kirche und Staat. Halt du sie dumm. Wir machen sie arm. Das ist genau das, was in diesem Kirchenstaat, in dieser katholischen Republik Paraguay damals passiert ist. Und das haben sie inzwischen auf die ganze Welt übertragen, mehr oder weniger. Und da, wo sie es noch nicht hin übertragen haben, da machen sie sogenannte Regime Changes. Da müssen sie die Regierung umwerfen, wie zum Beispiel in Ländern wie Libyen und jetzt in Syrien und in der Zukunft in Iran und so weiter und so weiter. Halt du sie dumm, wir machen sie arm. Die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat in der Errichtung einer Theokratie, eines Gottesstaates, das ist das, worum es im Grunde geht. Und das ist das, was ich hoffe, was wir als Lehre aus der heutigen Lesung des Buches von Griesinger gezogen haben. Dass wir sehen, welche Parallelen wir ziehen können zwischen dem, was die Jesuiten in den Reduktiones von Paraguay im 16. und 17. Jahrhundert bewerkstelligt haben, also gemacht haben, und damit dann Parallelen ziehen zu unserem System heute, auch wenn es uns wehtut. Aber die Wahrheit tut nun mal weh. Das lässt sich leider nicht ändern. Aber ich hoffe, dass ich da ein wenig mehr, ja, Einsicht habe geben können durch diese Lesung des Buches von Theodor Griesinger in diesem Fall. Und ich hoffe, euch nächstes Mal zur 17. Lesung wiederzusehen. Und bis dahin einen schönen Tag, alles Gute, möge Gott euch behüten, beschützen und segnen auf all euren Wegen. Maranatha.